Heute ein ganz kurzes und schnelles Video von uns, vor allem ein schnelles. Wir haben einen Nissan GT-R Facelift, der von uns eine Leistungsspritze bekommt. Genaueres nach dem Intro. Auf unserer Lieblingsautobahn, der A57, bei feinstem Wetter und trockener Straße, wollen wir euch jetzt die 100-200 km/h Zeit näher bringen und zeigen mit der fertigen Software schon. Ich habe jetzt keine Vorhermessung gemacht, war einfach zeitlich nicht mehr machbar. Der Sascha musste ja anderweitig arbeiten, so dass wir jetzt hier mit den fertig verbauten Komponenten, das sind unsere Downpipes, die Injector Dynamics 1050X Einspritzdüsen und ein Y-Rohr war schon drin. Ich glaube, das ist vom Import Racing. Das ist nämlich ein Lightworks Aufkleber auf der Seite drauf. Hier die Zeit fahren. Bedingungen sind optimal. Wir haben 7 Grad Außentemperatur und der Tank ist annähernd halb voll. Und ich würde sagen, wir geben einfach mal Gas. Bis gleich. Zeit, ich sag nur Devil Inside, ja, 6,666 Sekunden in der ersten Messung und 6,488 Sekunden in der zweiten Messung. Haben wir 6,5, Bombe, richtig gut. Wir sind allerdings jetzt hier schon an ein nächstes Limit gestoßen, das heißt, wir können nicht schneller werden, den Ladedruck nicht weiter nach oben schieben oder ähnliches, aufgrund dessen, dass halt der Luftmassmesser am Maximum hängt. Ja, das heißt, wir sind so knapp vor 5 Volt, sodass es halt hier nicht mehr möglich ist, irgendwas noch rauszukitzeln, es sei denn durch Zündung. Und Zündung können wir nur mit optimaler Spritqualität generieren bzw. Nach oben schieben, sodass hier jetzt erstmal Ende der Fahnenstange ist. Ich bin aber mega happy mit der Zeit. Was man vielleicht machen sollte in diesem Zusammenhang mit dem Setup und der Leistung, vielleicht nicht immer auf vollem Ladedruck fahren, einfach um das Getriebe zu schonen. Ansonsten alternativ natürlich Getriebe upgraden. Das geht natürlich auch. Kannst natürlich immer hier vollen Ladedruck fahren. Wir haben im Maximum ca. 1,35 bar Ladedruck. Ihr habt das eventuell in der Ladedruckanzeige gesehen. Und ja, wir haben schon ein bisschen schon herangegangen, dass wir quasi da, wo der Ladedruck aufgebaut wird, wo halt das maximale Drehmoment eigentlich ansteht, auf 1,25 eingestellt und dann den Haltedruck hinten etwas höher skaliert. Einfach um ein sehr hohes Drehmoment und das Getriebe halt entsprechend zu schonen. Ja, wir fahren jetzt wieder in die Firma und das soll es gewesen sein eigentlich. Ganz kurzes Video. Ich wollte euch das Auto auf jeden Fall mal gezeigt haben, weil wir jetzt hier auch eine sehr schöne Zeit gefahren sind. Also bis zum nächsten. Euer Tino. Ciao.